Yo, wir sind Culture Who, Culture What, Culture Candela. Und wir sind hier live bei Big FM im Studio. Begleitet uns. Jetzt ist es soweit. Also wir haben Wurzeln in Kolumbien, Uganda, Polen, Korea und Deutschland natürlich. Ich bin halb Kolumbianer, meine Mutter ist Deutsche, deswegen Lars. Und mein Vater hat das Ito rangehangen, Lasito sozusagen, also Spanisch-Deutsch gemischt. Das macht genau den Mix aus bei mir sozusagen. Also ein Ziel von uns ist auf jeden Fall, dass wir einmal in jedem von unseren Heimatländern gewesen sind. Wir waren bis jetzt schon in Kolumbien, das war auf jeden Fall der Hammer. Dann in Polen waren wir sehr oft schon. In Deutschland selbstverständlich auch. Und was noch fehlt, ist auf jeden Fall Korea und Uganda. Und da arbeiten wir dran. Zu Hause ist Berlin. Wo in Berlin? In der Mitte, wo es am schönsten ist. Ah, man sagt immer, Mitte ist kein Bezirk. Hey, nee. Nee, ist ja auch kein Bezirk. Aber wir sind sehr in der Mitte Berlins. Ach so, okay. Um die Mitte Berlins herum, sage ich mal. Also so kann man es sehr gut. Also nicht Mitte, sondern generell die Mitte. Nee, Mitte. Also wir sind alle Wessis bis auf einen auf jeden Fall. Ding, 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 boom. Johnny Strange. Lenny Schadegard. 2, 3, 4 Drinks an der Bar. Momentan schon fast Game Over. Auf einmal sehe ich dieses Vollweib-Monster. Sie fucken wir zu mir. Ich sag, bleib erstmal hier. Ich lade sie ein. Wir trinken Sekt rum, Wodka, Wein und Bier. Erste. Jetzt bin ich auch jetzt wieder da. Jetzt sind wir auch gleich. Wir sind auf jeden Fall eine krasse Partytruppe. Und unsere besten Partys waren wirklich in den ungewöhnlichsten Locations, die auch nicht geplant waren. Irgendwie nach einem Konzert im Backstage oder draußen irgendwo, keine Ahnung, auf der Straße. Es waren immer eigentlich ganz oft die besten Partys da, wo es nicht geplant war. In irgendeinem komischen, engen Raum mit hellem Licht und leiser Box und so weiter. Also wir machen die Party. Wir sind die Party eigentlich. Ja, was mir am Herzen liegt, ist auf jeden Fall, dass ihr alle da draußen dem Album eine Chance geben müsst. Weil wenn ihr es einmal habt, das garantiere ich euch, dass ihr euch verlieben werdet in das Album. Es gibt ja oft so, dass man einen Song im Radio gehört und vielen gefällt der Song. Und es gibt auch natürlich Leute, denen es überhaupt nicht gefällt, die dann sagen, okay, das Album ist scheiße. Aber für beide Fraktionen sage ich, holt euch auf jeden Fall das Album, sage ich mit vollster Überzeugung, weil es sind 100% Tracks drauf, die euch gefallen. Ist das alles? Na, noch lange nicht. Ist das Ihr Ernst? Na klar. Das ist Big FM.